Um Punkt 12 schwiegen Gesundheitsminister Hermann Gröhe und seine Diskussionspartner anlässlich der europaweit durchgeführten Schweigeminute nach den Anschlägen von Paris. Zuvor aber wurde viel gesprochen über notwendige Mittel, um das Gesundheitssystem mit Personal und Technologie auszustatten und eine deutschlandweit flächendeckende, hochwertige Versorgung zu gewährleisten. Natürlich beendet eine Krankenhausreform keine Debatte, aber ich glaube, es wird nicht zuletzt in den Kliniken selber anerkannt, dass wir mit dieser Reform eine gute Grundlage dafür legen, erstens die Stationspflege zu stärken, Hygiene weiter voranzutreiben, aber auch eine kluge Arbeitsteilung zwischen Grund- und Regelversorgung und Spezialisierung zu befördern, dass da einige warnen, die Finger heben, es wird zu teuer, andere noch Ideen hätten, wie man noch mehr Geld ausgeben könnte, das ist vielleicht normal, aber ein wichtiger Schritt ist damit getan. Nicht nur das Ressort Gesundheit stellt sich der Aufgabe der verbesserten Gesundheitsversorgung, auch Bundesforschungsministerin Johanna Wanka fördert Wissenschaft, die am Ende hilft, Patienten überall mit gleicher Qualität zu behandeln. Ministerin Wanka bringt ein Förderkonzept auf den Weg, um Patientendaten wie Arztbriefe, Laborwerte und Bilddaten besser zusammenzuführen und zu nutzen. Egal, welches medizinische Projekt wir in der Forschung bearbeiten, ist das Thema Datenschutz von Anfang an ein kohärenter Bestandteil. Also das sollte man nicht gegeneinander ausspielen, sondern das ist auch im Interesse der Betroffenen, dass man diese Sicherheit hat, dass kein Schindluder mit den eigenen Daten getrieben wird, dass es nicht an irgendwelche Kassen jetzt geht, die dann vielleicht daraus Policen berechnen und anderes. Also das ist eine unbedingte Voraussetzung für jeden Einzelnen, der seine Daten zur Verfügung stellt, dass er weiß, er hat ein ganz hohes Maß an Sicherheit und er kann selbst bestimmen, was mit diesen Daten geschieht oder eben auch nicht geschieht. Anlässlich des parallel zur Medica stattfindenden Deutschen Krankenhaustages lehnte Minister Gröhe eine Bestrebung der Klinikverbände kategorisch ab. Krankenhäuser würden nicht den Sicherstellungsauftrag der ambulanten Notfallversorgung übernehmen. Das sei das falsche Signal an die niedergelassenen Ärzte.